Ihr Lieben, ich bin in Metz. Wie immer, bonjour, salut und herzlich willkommen. Mal gucken, wo ich heute lande. Ich laufe erstmal ein Stück und dann erzähle ich euch ein bisschen. Regenwetter in Metz. Ich war zu einem Kaffee. Ich hoffe, dass kein Tropfen. Upsala, kommt ein Bus. Ja, ich hoffe, dass kein Tropfen auf die Linse kommt. Das sieht da ein bisschen komisch aus. Ich glaube, Pont Neuf heißt die Kirche oder so. Da hinten, hinterm Baum, da wo das Auto ist, da drüber. Ist die Kathedrale. Ich weiß, ich rede gerade von hinten und das ist alles nicht so gut. Ich laufe jetzt zur ersten Station und die ist drin. Das ist natürlich toll. Aber es wird noch etwa eine Stunde dauern, bis die aufmachen. Vielleicht machen sie ja ein bisschen früher, weil es regnet. Ich laufe mal weiter. Jetzt komme ich mal dazu, ein bisschen was aufzunehmen. Ich bin nach Metz gefahren mit der 99,9%igen Sicherheit, es regnet. Und die Constellation zum Teil draußen, aber eben auch zum Teil drinnen, möchte ich eben sehen. Ursprünglich war angedacht, hierher zu fahren, ins Hotel zu gehen. Der Friedrich, den hätte ich dann auch mitgenommen, aber ich habe gesagt, Friedrich, ich weiß nicht, was geht, und ich werde, wenn nichts geht, wieder nach Hause fahren. Das werde ich sowieso, also heute Nacht irgendwann um 0 Uhr, denke ich mal, 0 Uhr halb eins, egal. Soweit wie ich halt komme, werde ich versuchen, trockenen Fußes hier durch die Gegend zu gehen. Vielleicht halte ich noch auf dem Weg nach Hause irgendwo. Und mache dann morgen früh was, Sonnenaufgang, könnte sein, weiß ich nicht. Ich wollte einfach raus, also nicht der Schönwetterfotograf sein, nicht die, ja auch hier, ne? Also ich sag's euch wie es ist, Metz ist jetzt schon voll, obwohl Mistwetter ist. Viele Leute sind da, viele Touristen, die auch Metz oft als Haltestation nehmen. Hier sind viele Leute. Auch Nationalitäten, und deswegen muss man auch gucken wegen den Hotels, ja.
Ich hätte natürlich spontan sagen können, ich nehme mir einen Rucksack mit und ich gehe einfach in ein Hotel rein und frage, habt ihr noch ein Zimmer? Aber da habe ich mir gedacht, das Geld, das gibst du beim nächsten Mal aus, wenn hier das Wetter besser ist. Vielleicht in 14 Tagen, vielleicht in 3 Wochen, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall werde ich nochmal hierher kommen, weil ich, wie gesagt, 2 Stationen definitiv habe, die drin sind. Alles andere ist draußen. Ich würde sagen, ich habe genug erzählt. Ich chill jetzt hier an der Bushaltestelle ein bisschen, bis da hinten aufgemacht wird. Und dann gehe ich da rein.
Wie so oft in letzter Zeit habe ich in Metz kein Ende mehr gedreht. Das war auch nicht möglich. Ich war tratschnass, ich habe keine Stelle gefunden, wo genug Licht gewesen wäre und wo ich noch in Ruhe hätte eine Aufnahme machen können. Ich war durchweicht, die Schuhe waren nass, die Hose waren nass. Ich habe ein Poncho, Gott sei Dank, dabei gehabt. Also ein Poncho, das ist wirklich eine feine Sache, muss ich feststellen. Vor allen Dingen, wenn er groß genug ist, da könnt ihr eure Fototasche auch gleich mit drunter geben. Zumindest war das bei mir so. Ich habe wohlgemerkt eine Tasche dabei gehabt und keinen Rucksack. Rucksack finde ich an der Stelle immer äußerst unpraktisch. Mein großes Stativ, das war wichtig. Ihr solltet auch immer ein Stativ dabei haben, wo ihr eure Kamera wirklich eventuell über Köpfe heben könnt, damit euch niemand im Weg steht. Natürlich habt ihr als Fotograf da keine Vorrechte. Also sucht euch einen Platz, seid schlau, seid rechtzeitig da und vielleicht sagt ihr auch dem einen oder anderen Pardon, also eigentlich entschuldigen Sie, excuse moi, ob Sie ein bisschen zur Seite gehen. Aber natürlich höflich sein. Oder ihr müsst besser vorbereitet sein. Wer mit einem kleinen Stativ kommt, der hat gelitten, könnt ihr vergessen. Außerdem, wer weiterfährt, wer länger fährt, dem rate ich wirklich dazu, vielleicht schon donnerstags anzureisen, denn Donnerstag, Freitag, Samstag ist jeweils abends alles mit Licht. Über die Webseite könnt ihr euch einen Plan machen, wie ihr laufen könnt. Seht euch die Sachen an. Wer einen entsprechenden Browser hat, kann ja alles auf der Webseite übersetzen lassen. Es gibt keine deutsche Version, es gibt eine englische Version, aber aus Erfahrung, die französische ist immer natürlich die, wo am meisten steht. Also ansehen. Es gibt auch an der Kathedrale einen Infostand, da kriegt man Flyer und Karten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich selber habe gestern das Hotel gebucht. Also ich werde ja das Video noch kurz vor meinem zweiten Besuch rausbringen. Und so habt ihr vielleicht noch die Chance, dorthin zu fahren. Wenn Gewitter vorhergesagt sind und die Warnstufe sozusagen auf Gelb oder Orange geht, wird das abends abgesagt, auch in den Orten, wo es theoretisch nicht regnet, nämlich in den beiden Kirchen, wo ich drin war. Mehr habe ich ja nicht geschafft, außer das vor der Kathedrale und das in einem Garten. Und da habe ich auch nicht alles fotografiert. Ihr benötigt Zeit und natürlich das Wissen, wie man nachts belichtet. Kabelauslöser oder eben Funkauslöser, guckt, dass die Batterien gut sind. Da werde ich auch nochmal nachsehen. Und lieber getauscht als unterwegs, ja, nicht mehr fotografieren oder filmen können. Im Übrigen sind viele Sachen nachts sehr gut für Video geeignet und nicht immer so leicht für Foto. Bedenkt das. Ihr habt das an meinen Bildern vielleicht so ein bisschen gesehen. Die Videos geben das schon etwas mehr wieder als das einzelne Foto. Aber auch die Fotos, gerade in der ersten Kirche. Es war tricky, sage ich euch gleich. Ihr müsst einfach ballern. Also wer da nur drei Fotos macht, nein, richtig. Im Übrigen, Autofokus weg. Manueller Fokus über die Fokuslupe scharf gestellt. Sucht euch die Ecke aus und dann, ja, alle Bilder übrigens mit PureRAW 4.0 entrauscht und alle in Lightroom bearbeitet. In Photoshop wurde da nichts gemacht, teilweise wurde ein bisschen begradigt. Nur für die Leute, die so ein paar Tipps haben wollen. ISO ab in die Höhe. Objektive an MFT. 7-14, mein 12-100 und ich hatte noch das 15mm Panasonic Leica Lumix dabei mit Offenblende 1.7. Mehr nicht. Das entspricht jeweils doppelte Brennweite. Ja, also 7, 14, 14, 28.
24-200 war auch schwer nötig, das Objektiv, und eben 30 mm. An Vollformat gibt es andere Brennweiten, an APS-C gibt es andere Brennweiten. Nehmt mit, was ihr glaubt. Weitwinkel ist auf jeden Fall sehr praktisch, gerade in der Kirche. Das soll es gewesen sein. Vielleicht sieht man sich. Es lohnt sich allemal. Nicht alles ist gut. Ihr solltet sofort immer entscheiden, mache ich da ein Bild oder ziehe ich weiter? Ich kann euch definitiv sagen, in St. Vincent ist das Beste. Also wirklich toll. Vor der Kathedrale, die Videoprojektion ist nicht schlecht, hat mir aber auch nicht so gefallen. Da habe ich schon Besseres bzw. Interessanteres gesehen, was das Videomapping und dem Zusammenspiel mit der Kathedrale angeht. Das in der zweiten kleinen Kirche mit der Sonne. Also das letzte Video, was ihr hier gesehen habt, das ist auch für mich nicht ganz so interessant gewesen. Ich wusste sofort, dass das die Sonne ist, weil ich solche Aufnahmen kenne durch mein Hobby Astronomie. Und Video lang genug geworden. Ich würde sagen, vielleicht seid ihr ja in Metz, vielleicht sieht man sich. Wie gesagt, ich fahre samstags nachmittags los. Und Sonntag, das ist übrigens der kleine Tipp, werdet ihr dann im zweiten Video sehen, werde ich ins Centre Pompidou gehen und dort im Museum für moderne Kunst Aufnahmen machen bzw. mir das ansehen. Ich finde das immer sehr interessant. Ciao, tschüss, euer Sven.